Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würde ich gerne etwas zum Begriff Introducing Broker sagen. Leider gibt es dafür auch nicht wirklich eine gute deutsche Übersetzung. Es ist im Endeffekt der Broker, mit dem Sie dann schlussendlich zu tun haben, der den Support für Sie macht, die Kontoeröffnung. Aber im Prinzip gibt es hinter jedem Introducing Broker einen sogenannten Hauptbroker, was hier sehr häufig Interactive Broker ist. Wir haben heute mal das Beispiel TradeStation Global genommen. Man sieht es, glaube ich, schon hier oben am Logo. Wir haben das Interactive Broker Logo. Das heißt, Interactive Broker fungiert als Hauptbroker, wo Ihre Sicherheiten sind, wo Ihr Geld deponiert ist. Und TradeStation macht den Support, bietet halt noch weitere ja, Add-ons oder Plattformen an. Und dass man mal dieses Produkt versteht, habe ich jetzt mal speziell hier die Webseite von Interactive Broker geöffnet. Hier sehen Sie zum Beispiel mal eine Übersicht von allen Introducing Broker, die mit IB arbeiten. Das heißt, nehmen wir mal ein, zwei Bekannte raus, glaube ich, in Deutschland, für jeden den Begriff links, die ja auch schon seit 14 Jahren am Markt sind. Hier sehen wir auch nochmal TradeStation als Introducing Broker, sowie auch SysTrade, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten. Und bei allen ist es immer so, die Gebühren sind immer abhängig vom Introducing Broker. Das heißt, sie zahlen immer die Gebühren, das Gebührenmodell, was der jeweilige Introducing Broker ihnen mit an die Hand gibt. Das heißt, es kann nicht nur Unterschiede bei den Gebühren geben. Das ist ganz wichtig. Sie können natürlich auch ganz andere Margin-Raten haben oder auch Zinsen. Das kann alles frei verändert werden. Muss natürlich ganz klar auf der Webseite des jeweiligen Introducing Brokers mit angegeben werden. Oft ist es so, ich glaube, Pro Realtime ist ja auch noch mit dabei, genau, dass vielleicht noch eine extra Software mit zur Verfügung steht oder irgendwelche weiteren Tools. Deswegen immer darauf achten, Ihr Konto ist mit den Sicherheiten bei IB oder bei einer der Niederlassungen von IB, muss man ja sagen, gibt ja weltweit verschiedene. Und alles andere läuft über den sogenannten Introducing Broker. Und Sie können aber hier auch jederzeit das Ganze wechseln oder direkt zu IB zurückgehen, weil dort natürlich Ihr Geld liegt und Ihr Hauptkonto ist. Also das ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen, dass Introducing Broker eigene Gebühren hat, egal ob Sie jetzt mit einer separaten Plattform arbeiten, oft auch eigene Margin-Raten oder Zinssätze für die Verwendung von Margin und natürlich, sagen wir mal, sonst auch seine Preispolitik freigestalten kann. Und hier haben wir einfach mal so eine Übersicht von den Introducing Brokern, die es momentan bei IB gibt, dass Sie einfach auch sehen, welche Möglichkeiten man hat. Und da gibt es sicherlich für jeden auch einen Introducing Broker, der vielleicht Ihr Modell oder Ihre Anlagestrategie fördert. Das heißt, man hat sogar Möglichkeiten, unter die IB-Gebühren zu kommen. Aber wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Subscriben Sie zu unserem Channel, um da auch kein Video in der Zukunft zu verpassen, weil die Möglichkeiten, die Ihnen ein Introducing Broker bietet, ob es eine zusätzliche Plattform ist oder vielleicht auch günstige Gebühren, sind wirklich sehr, sehr groß und wir sind gerne bereit, Ihnen mal so eine Übersicht zu geben, was für Sie vielleicht ein Vorteil ist oder welcher Introducing Broker Ihnen Mehrwert bietet. Das kann von keinen Depotkosten über keine Inaktivitätskosten oder vieles, vieles mehr, wo dann doch erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Introducing Broker vorhanden sind. Also bitte zum Channel subscriben oder uns kontaktieren, dann können wir Sie hier gerne über weitere Informationen oder Ihnen weitere Informationen zusenden. Vielen Dank. Und um uns direkt zu kontaktieren, gehen Sie wieder direkt auf die Webseite tradevola.com. Hier haben Sie die Möglichkeit, über das Kontaktformular direkt uns eine Nachricht zukommen zu lassen und hier Ihre Fragen zu notieren. Wir können mal ganz kurz nach unten scrollen. Ein Mitarbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, entweder per E-Mail oder telefonisch, um ihm alles weitere dann mitzuteilen.